Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute bauen wir mal das Häuschen von Phineas und Ferb. Es wurde sich in der letzten Folge gewünscht. Und wir kommen diesem Wunsch natürlich gerne nach. Denn bei Phineas und Ferb, die haben immer so viele verrückte Ideen. Das passt eigentlich relativ gut zu Minecraft. Da wir ja auch hier grenzenlose Bauideen haben und eigentlich alles umsetzen können, was uns so einfällt. Von daher tun wir es denen gleich, schnappen unsere Blöcke und bauen heute mal ihr Häuschen. Für unseren Start geht es erstmal los mit den Grundrissen, ihr kennt das ja. Wir fangen einfach mal, würde ich mal sagen, jetzt hier auf der rechten Seite mal an. So, wir nehmen uns für die Ecken eigentlich immer, sag ich mal, diese Bambusblöcke, sag ich mal, mit den Löchern hier oben drauf. Und für die Wände nehmen wir, sag ich mal, die ganz normalen Bambusbretter. So, wir fangen erstmal auf einer Ecke an. Dann nehmen wir erstmal, ja, unsere Ecke hier. So, jetzt gehe ich erstmal zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Erstmal weg. So, dann gehe ich mal nach vorne weg. Da setze ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einmal ran. So, 6 Stück. Dann einmal wieder unsere Ecke hier. Und dann wieder zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einmal. So, wieder haben wieder eine Ecke. So, dann gehe ich 2 Blöcke einmal zurück. Und dann wollen wir wieder zur Seite einmal weggehen. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke einmal vorne hin. Dann kommt wieder einmal die Ecke. Dann gehen wir 3 Blöcke einmal nach hinten weg. Und zur Seite 1, 2, 3, 4. So, jetzt nehmen wir mal roten Sandstein. So, da setzen wir jetzt davor hier einmal 4 Stück. Lass 2 Blöcke Platz und setzt nochmal 4 Blöcke auf die gleiche Ebene. So. Unser Bambus einmal wieder dahinter zur Seite weg. Da 2 Stück hin. Dann haben wir wieder eine Ecke und gehen einmal nach hinten wieder weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke. So, dann kommt wieder einmal unsere Ecke. Und dann geht es einmal hinten lang. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einmal hin. Wir können hier gerne schon mal 5 Blöcke Platz lassen für ein späteres Fenster. So. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Lasst mal 2 Blöcke frei für eine Tür später. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke einmal hin. Und dann kommt wieder einmal eine Ecke hin. Dann gehen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke wieder nach vorne weg. Eins zur Seite. Dann lasst ihr einmal 7 Blöcke Platz. Setzt wieder unseren Bambus hin und eine Ecke. So. Wenn wir jetzt richtig gezählt haben, müssten wir hier vorne das Ganze perfekt miteinander verbinden können. So, und dann haben wir schon mal hier ein bisschen unseren Grundriss vorgezeichnet. Und diesen Grundriss wollen wir jetzt natürlich einmal nach oben ziehen. Aber wir werden nicht alles gleich hochziehen. Daher nehme ich mir jetzt erstmal meine Ecken und grenze euch das einmal ab. So, hier vorne bei der Ecke werden wir das Ganze auf insgesamt 6 Blöcke uns hochziehen. Jetzt gucke ich mal hier. So, da ziehen wir von hier bis zu dieser Ecke und weiter hier zu dieser Ecke. Und auch diese Ecke könnt ihr auf 6 hoch machen und auch diese hier. So, und diese Zwischenwände verbinden wir jetzt natürlich einmal mit unserem Bambus. Ich war schon wieder ein bisschen zu voreilig. So, ich habe jetzt mal hier mir vorne diese Wandreihe mal komplett auf 6 hochgezogen. Was wir, sage ich mal, hier ganz links machen, ist das Ganze einfach nur auf insgesamt 5 Blöcke uns hochzuziehen. Also einfach eine Ebene tiefer. Das hat was zu tun mit dem Dach, was wir uns hier später hinbauen wollen. Und das werden wir auch auf der Rückseite so beibehalten, dass wir das hier höchstens nur auf so 5 Blöcke hochziehen. Guter Letzt müssen wir natürlich hier vorne unsere Hauseingang, sage ich mal, auch noch hochziehen. Das machen wir auch einfach mal hier so komplett auf 5 hoch. Die unterste Ebene zählt hier natürlich mit. Wir werden auch hier, sage ich mal, gleich schon ein Fenster reinbauen.
Und zwar bauen wir unser Fenster hier einfach mal aus Treppen und formen das hier einfach mal zu so einem Kreis. Ja, Treffen muss gelernt sein. So. Schickele. Okay, dann fangen wir jetzt auch an, sage ich mal, die Dächer, sage ich mal, schon so an der Seite vorzuzeichnen. Und wir werden hier diese klassischen Minecraft-Treppendächer bauen. Das heißt, hier immer gehen wir eine Blockreihe tiefer, indem wir höher gehen hier, so. Bis wir oben, sage ich mal, auf dem Einer treffen. Da ist er schon. So, den nächsten Vorbau machen wir, sag ich mal, auf der rechten Seite hier. Und zwar gucken wir mal von der hinteren Seite hier, wo wir, sag ich mal, hier das Garagentor später haben und hier. So, jetzt nehmen wir einfach mal unser Bambus und zeichnen uns hier auch wieder sowas vor. Das könnt ihr ruhig bis nach vorne ziehen. Und so, dass wir hier uns auch das wieder so eine Treppe bauen bis nach oben. Da kommen wir oben auch wieder perfekt auf einer Mitte hier. So, und diese Strebe könnt ihr euch als Hilfslinie einfach mal hier ein bisschen zur Seite ziehen. Und zwar möchte ich mir jetzt noch einmal das Ganze hier einmal bauen. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Dach ist auf der Vorderseite geschlossen. Das heißt, wir müssen das Ganze hier nochmal um 2 weitere Blöcke erweitern. So, dann ziehen wir das mal rüber zur anderen Seite. Wir können ruhig unten einmal anfangen. So. Denn wir wollen auf der Rückseite auch hier dieses Format beibehalten, dass das Dach geschlossen ist. Und sollten perfekt oben hier einmal die Mitte treffen. Wenn wir das geschafft haben, geht es noch einmal auf die rechte Seite komplett. Denn hier müssen wir auch noch einmal das Dach ein bisschen so nach oben ziehen, wie so eine Treppe. Ja, zack, einer Mitte. Wunderbar. Und dann wollen wir schon beginnen, das Dach auch gleich einmal auszufüllen. Dafür nehmen wir einfach unsere Schwarzeichenholztreppen und Stufen. So, wo fangen wir denn jetzt hier am besten einmal an? Ich würde sagen, ganz links geht's los, dass wir dieses Dach erst einmal zuziehen. Und ihr könnt ruhig hier vorne einmal beginnen, da wo die Blöcke sind. Da geht's los. Und dann zieht ihr einfach hier euer Dach einmal rauf. Ihr könnt natürlich hier vorne gleich, wo die Haustür ist, das Ganze auch einmal so nach vorne verbinden, so geschlossen hier, zack, zack, zack. Zieht ihr euch das schön hier einmal zu. So, ich stoppe hier einmal kurz. Wir sehen, wenn wir das Dach natürlich so weiter so schön lang ziehen, wo wir ein bisschen was nachbessern müssen. Und zwar auf der Vorderseite. Wir hatten es ja ein bisschen hier auf der einen Seite erweitert. Müssen wir einfach nochmal eine weitere Blockreihe hinziehen, um, sag ich mal, die Lücke, dass man nicht reingucken kann, zuzumachen. So. Das Dach ist, sag ich mal, in dieser Serie auch ein bisschen, ja, nicht unbedingt einfach. Es ist so aus verschiedenen Ebenen, aber trotzdem überall miteinander verbunden. Wie zum Beispiel, ne, vorne ist es nicht verbunden, aber auf der Rückseite geht es halt einmal komplett glatt durch. Und auf der rechten Seite, wo wir natürlich die Garage haben, ist das auch wieder so ein geteiltes Dach. Ich sag mal so, ihr könnt, sage ich mal, hier ganz rechts das ganze Format auch wieder so weiterziehen. Ne? Es ist, obwohl wir müssen nicht komplett so lang ziehen, denn das Dach ist, sage ich mal, auch hier wieder miteinander verbunden. So Vorderseite steht es ein bisschen über. Ganz klar, das könnt ihr hier dann so lang ziehen. Aber ihr solltet euch denn hier auch irgendwo dann treffen. Wir verbinden das einfach mal. So, hier. Weiter nach oben ziehen, aber ihr müsst das mit einem anderen Dach hier verbinden. Das heißt, ihr seht ja denn, wo das hier ist. Und dann müsst ihr das einfach so dann übernehmen. Ja, dann wird das hier natürlich ein bisschen kleiner und auch nicht mittig. Dann haben wir hier eine Zweiermitte, aber das ist nicht so schlimm. So, das heißt, auch hier können wir dann einfach unsere Treppen dann auch weiter draufziehen.
hoffe, das geht so ein bisschen auf hier auch bei euch. Hier oben beim Übergang, sage ich mal, wo wir ja, sage ich mal, hier auf der ganzen Seite nur eine Mitte haben, oben, da machen wir natürlich die Stufen hin, hier kommt die Treppe und die könnt ihr dann einfach so, lasst die Treppe hier ruhig überstehen, verbindet das dann hier mit der Stufe und dann ist das Dach schon ideal. So, ganz vorne auf der Vorderseite wollen wir das aber auch nochmal einmal überstehen lassen, so ein bisschen. Aber ihr zieht das nicht komplett rüber, weil dieses Dach ist vorne so ein bisschen geteilt. Lasst es auch hier einfach so eine Treppe einfach überstehen, das reicht schon völlig. So, und dann wollen wir jetzt unser Dach unten auch noch verkleiden. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt einfach mal Fichten, Stufen und Treppen. Unter den glatten Bereich, sag ich mal wieder hier in der letzten Treppe, könnt ihr ruhig eine Stufe machen. Danach kommt ja einfach die Treppen immer drunter gesetzt. Oh, ganz schickele. Und was ich höchstens sagen müsste, hier auf der Vorderseite dürft ihr das natürlich nicht vergessen, auch hier Treppen und Stufen euch hier einmal zu platzieren. Ja, ist zwar so im Vordach, aber trotzdem sollte das schickele sein, auch von unten. Ja, und dann fliegen wir einmal ringsrum und setzen überall hier unsere Treppen und Stufen einmal unter. So, mein Dach ist jetzt fertig. Das heißt, wir haben es jetzt einmal komplett draufgesetzt und auch schon gleich optisch verschönert. So, der nächste Schritt, den wir jetzt machen, heißt Fenster reinziehen. Wir beginnen am besten einmal auf der Vorderseite. Und zwar beginnen wir bei der Garage. So, hier setze ich mir einfach so ein 2x3 Fenster rein. Für meine Fenster nehme ich hier einmal die Fichtenstufen. Unten oben einmal hier so eine Strebe rein, in der Mitte eine und fertig. So, ganz oben hier an der Seite hier von unserem Häuschen machen wir auch noch mal so ein kleines Fenster rein. Da belassen wir es aber einfach mit Stufen unten und oben einmal hingesetzt. Und an der Seite hinten bei der Garage setzen wir auch noch mal ein Fenster rein. Einfach auch so ein ganz kleines könnt ihr hier einmal so platzieren. Vor unserer Garage hier an der Seite vom Haus mache ich auch noch mal so einfach so ein 2x3 Fenster rein. Da belasse ich das aber immer so vom Maß her, ne? So auch hier mit den Streben. So, jetzt geht es einmal auf die Vorderseite. Ich lasse jetzt hier einfach mal zwei Blöcke an der Seite Platz. So, und schlage mir einfach hier auch so ein Fenster auf eine Dreierhöhe rein. Wir werden jetzt hier an der Seite einfach mal komplett mit Blöcken hier einmal machen. So. Unten und oben, wie in der Mitte, ziehen wir dann hier einfach nochmal ein paar Stufen rein. Und wer will, der kann sich noch hier ein paar Fensterläden einmal bauen. So, zack, 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 einfach mit ein paar Falltüren. So, wir fliegen wieder einmal weiter. Hier werde ich jetzt einfach mal zwei Blöcke auch an der Seite hier nochmal Platz lassen. Oder drei. Jetzt muss ich selber nochmal kurz überlegen, wie ich mir das machen wollte. Ich glaube, wir machen mal hier auf der einen Seite drei und auf der anderen Seite nur zwei Blöcke. Ich glaube, das lassen wir mal so. Genau. So, auch hier wieder Blöcke an den Seiten hin. So, auf beiden Seiten versteht sich. Und die Stufen lassen wir so wie gehabt. Unten eine, oben eine und in der Mitte einmal eine. So, wir fliegen mal weiter zu unserer Haustür. Hier setze ich mir einfach mal so ein kleines, ja, 2x2 Fenster rein. So, dann sind wir schon bei der Haustür. Dann nehme ich mir jetzt mal für meine Haustür einfach rote Keramik. Die setze ich mir einfach hier mal rein. Ich werde mir oben nochmal hier einfach ein paar Treppen hinbasteln, um die Tür so ein bisschen abzurunden rum. Und als Türknauf nehme ich einfach hier einen Stolperdrahthaken. Man kann auch gerne noch bei der Tür vorne ein paar Stufen hinsetzen und dann wäre die damit fertig. Hier oben das Fenster, das hatten wir schon reingezimmert. So, wir fliegen mal zur Seite jetzt hier auf der linken Seite komplett. Hier machen wir eigentlich zweimal das gleiche Fenster rein. Und zwar wieder dieses 2x3 Fenster auf beiden Seiten. Lass da einfach zum Abstand so zwei Blöcke Platz zur Seite. So. Das Maß hier wieder von unseren Stufen ist wieder das gleiche. Das könnt ihr euch hier wieder so
Hier nicht basteln. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Und dann werden wir jetzt hier in der Mitte noch einmal einen Schornstein basteln. Ich werde mir das Ganze auch schlammziegel machen, weil ich die von der Farbe her gut finde. So, perfekt in der Mitte hier, sodass wir zu den Fenstern einfach einen freilassen. Dann macht ihr das Ganze erstmal auf 3 Blöcke hoch. Und dann werden wir das Ganze ein bisschen schmaler bauen. So, dann nehme ich noch ein paar Treppen. Zack, zack, 2 Stück. Dann haben wir den Schornstein auf eine Dreierbreite. Und den kannst du jetzt einmal nach oben ziehen. Wenn das Dach stört, schlag das Dach einfach hier weg. So. Alles, was stört, hauen wir einmal weg. Und den Schornstein werden wir einfach mal 2 Blöcke überstehen lassen. Von der letzten Treppe aus gezählt. Und ganz oben nochmal 2 Mauern hin. Und fertig ist der Schornstein. So. Dann fliegen wir jetzt einmal wieder auf die Rückseite. Hier wollen wir auch noch ein paar Fenster uns hinbasteln. Wir hatten ja schon was freigehauen hier so ein bisschen. Darüber können wir ruhig hier nochmal so eine Blockreihe uns platzieren. So, schickele. So, wir fangen erstmal damit an, was wir freigelassen haben. Hier kommt natürlich so ein etwas größeres, zack, Fenster rein. So, das auch auf dem Boden startet. So, Stufen oben hin. Ja, man kann jetzt, sage ich mal, Stufen unten hin machen. Dann ist das so ein bisschen klein, finde ich, das Fenster. Ich würde schon eher mehr so Fichtenfalltüren nehmen, um mir dann hier dieses Fenster reinzuzeichnen. So, dann mache ich hier noch einmal auf der Seite ein Fenster. Das kann man sich versetzen, wie man möchte. So ein Block mehr zur Seite oder nicht zur Seite. Naja, da kann man sich austoben. So. Da werde ich jetzt aber, weil wir hier das Dach so ein bisschen niedriger haben, das Ganze nur so machen, dass ich eine Stufenreihe unten oder je nach Optik, wie du es magst, auch vielleicht oben hin dir platzieren kannst. So, dann mache ich mir nochmal ein Fenster hier hin. Wie gesagt, das ist Spielerei, ob Stufe unten oder oben ist. Das könnt ihr euch aussuchen. So, die Tür mache ich mir gleich rein. So, ich mache mir nochmal hier auf der Seite ein kleines Fenster hin. So, schon mal als Randnotiz. Später beginnt hier der Zaun. Also solltet ihr vom Fenster und zur Tür so Minimum 3 Blöcke Platz lassen. Damit ihr... das schön mittig habt, den Zaun. So, Tür wieder rein mit roter Keramik. Stolperhaken als Türknauf. Und wer will, wieder ein paar glatte Steinstufen darunter einmal platzieren. Dann ist diese Tür auch wieder fertig. Aber das ist so, an sich, die Tür hat ja so ein Dreiermaß. Man kann es auch so lassen und theoretisch dann auch hier sich gleich den Weg einmal hinzeichnen. Also Geschmackssache, ne? Wie ihr machen wollt. So. Dann müssen wir natürlich noch einmal zu unserer Garage kommen. Hier wollte ich mir noch ein Tor, also ein Garagentor einbasteln mit gelber Keramik. Das finde ich zum Original ganz passend. Obwohl, ich sagen muss, in ein paar Folgen war das Garagentor auch mehr steinfarbig. Also man könnte auch Grautöne nehmen, um das zu basteln. Da haben die hin und wieder mal die Farbe einfach geändert vom Garagentor. Muss man gucken. So, ansonsten 3 Blöcke hier mal freihauen für ein bisschen Glas. Und dann heißt es natürlich jetzt Glas reinzaubern. Aber ich werde das gleich machen. Denn bevor ich jetzt einmal eine Blöcke aus der Hand gebe, machen wir uns noch ein paar Dachfenster rein. Wir beginnen auf der Vorderseite am besten einmal. Und bei den Dachfenstern müsst ihr einfach nur darauf achten, wo wir unten die Fenster haben. Und da gehen wir von inneren Bereich einmal von den Fenstern aus. Und innerer Bereich heißt jetzt nicht hier dieses, sondern genau wo das Fenster ist. So, dann zählen wir mal bei den Treppen. 1, 2, 3. Vierten können wir mal weghauen. Und das Fenster hat, sag ich mal, auch hier eine 4 Breite. Ja, das heißt auch oben das Dach. Fenster machen wir auf eine 4er Breite. Und jetzt müsst ihr so ein paar Blöcke hier weghauen, die wir uns als Maß hier hingezeichnet haben. Hier, die müssen mal weg. Denn hier kommt unser Fenster rein. Haut die einfach weg. So. So, an der Seite machen wir jetzt erstmal das Ganze auf 3 hoch. So. Wer will, der kann nach hinten dann auch nochmal 2-mal gehen. So. Und die Fenster hier oben sind eigentlich immer vom gleichen Prinzip her aufgebaut. So, ganz unten macht ihr einfach mal ein paar Stufen hin. Oben macht ihr auch nochmal die Stufen hin. Und dann habt ihr hier euer Format schon mal, wo ihr das Dach einmal euch raufzeichnen könnt. Das heißt, ihr nehmt dann einfach eure Treppen. Ihr müsst dann auch hier ein bisschen was weghauen vom Dach. So, dass die Treppen sich auch alle miteinander auch verbinden, damit das schön aussieht. So, hier auch. Und wieder hier runter und nach vorne weg. So, und wenn wir schon beim Dach sind, ihr wisst es, wir können unten das Ganze auch hier einmal gleich verkleide mit den anderen Treppen. So, schickle. Und dann wäre es theoretisch fertig. Ihr könntet jetzt hier Glas reinsetzen oder wir verkleinern das Ganze nochmal, um, sag ich mal, das so zu haben wie hier unten mit diesem Material. Ihr könnt jetzt darauf theoretisch die Glasblöcke setzen. Und dann habt ihr, sag ich mal, nur unten einmal hier die Stufenreihe. Aber ich werde mir das so machen, dass ich die Fenster oben etwas schmaler baue. Aber dafür habe ich, sag ich mal, das Holzmaterial unten wie oben komplett.
Finde ich ganz schön und werde ich jetzt auch so beibehalten. So, das zweite Dachfenster befindet sich über dem nächsten Fenster. Auch hier müsstet ihr theoretisch 3 Treppen wegziehen, aber wir haben das ja hier ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, hier lasst ihr einfach nur 2 Treppen. So, dann haut ihr das mal so frei, so auf der Breite, wie jetzt auch hier das Fenster ist. Könnt ihr nochmal gucken, passt. Und hier passt es auch. So, und das Fenster ist komplett gleich aufgebaut wie dieses hier. Das heißt, sie beginnt erstmal an den Seiten. So, 3 Blöcke hin, nochmal 2 nach hinten weg. Diesen etwas größeren Fenster mache ich mir auch noch mal hier an den Seiten das einfach mit Blöcken und setze in der Mitte noch mal hier eine Falltür hin. So viel zu den Dachfenstern auf der Vorderseite. Jetzt fliegen wir mal auf die Rückseite, denn da wollen wir auch noch mal 2 Stück platzieren. Wir werden uns noch mal komplett das gleiche Fenster, was wir gerade eben hier gebaut haben, das hier, machen wir uns noch mal auf der anderen Seite. Jetzt musste ich gerade noch mal überlegen, wo ich mir das platziert habe, synchron wie auf der Vorderseite und Rückseite habe ich das nicht gemacht. Ich habe mir das anders gemacht. Und zwar nehmen wir wieder so einen Hilfsblock. Jetzt müssen wir hier mal gucken, denn wir müssen hier einmal die Mitte vom Dach raussuchen. Und ja, es gibt eine Mitte. Das muss ich selber jetzt zählen. Was habe ich hier? Habe ich 9. Genau, 9 Blöcke. Habe ich hier bestimmt auch. So, genau. Also wir haben eine 2er Mitte. Erkennt ihr daran, wenn ihr auf beiden Seiten dann hier einfach 9 Blöcke habt, so, die ich jetzt hier einmal habe. Gucken wir nochmal auf Vorderseite, genau, ist nicht ganz mittig, aber ist nicht so schlimm. Also, auf der Rückseite ist es mittig, so. ihr könnt dann hier wieder zählen. 1, 2, 3, 4. Und beim vierten haut ihr das weg. So. So. Und dann setzen wir hier einfach unser Dachfenster einmal rein. Bevor ich jetzt hier weitermache, müssen wir nochmal kurz gucken von der Breite, was haben wir hier? Wir haben hier 6. So, mal gucken, habe ich jetzt hier auch 6 gehabt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alles klar, weitermachen. Und damit habe ich dann auf der Rückseite das erste Dachfenster auch fertig. Wie gesagt, ich würde es einfach so mittig machen vom Dach hier oben aus gesehen. Dann ist das, ja, sieht das ganz schickeler aus. So, wir haben aber noch ein weiteres und zwar hier auf der Seite von der Garage. Und das wäre dann nochmal so ein kleines Fenster, was wir auch vorne hatten. Also nur dieses 4er Breite. So, und hier werde ich mir jetzt einfach mal das so machen, dass ich unten 2 Treppen lasse und an der Seite auch nochmal 2 Treppen hier vom Haus aus gesehen. So, und dann ist es hier, wie gesagt, dieses kleine Fenster, was wir haben. So, machen wir erstmal diese 3 Blöcke auf den Seiten. Fertig ist auch dieses kleine Fenster. Wie gesagt, die wiederholen sich einfach von Vorder- und dann zur Rückseite einfach normal, die Fenster. Und dann sind wir erstmal soweit durch hier mit der Optik von dem Häuschen. Also theoretisch wäre das schon das Häuschen von denen. Und da ist dann wieder die Auswahl vom Glas, womit wir, sage ich mal, diese Fenster innen drin jetzt gestalten wollen. Meine Empfehlung, wie immer, nehmen einfach türkises Glas. Das passt eigentlich fast immer. Ne, dass du die da einfach hinteran klemmst. So, hier einfach so schickele hinteran haust. Machst du überall hier so ein bisschen. Ne? Und es sieht natürlich jetzt nicht so schön aus innen drin, weil wir es ja nicht eingerichtet haben. Und weil es ja eine Cartoon-Serie ist, ist es alles auch sehr schwierig einzurichten. Wer dann wieder diese Option da, nimm doch einfach ein paar Blöcke, setz die hinter deinen Glasblöcken und verkleid dir das Ganze einfach mal so ein bisschen. Glaub mir, das sieht komplett anders aus, als wenn du es denn so durchsichtig lässt.
Wir können ja gleich mal hier so eine kleine Optik machen. Wo komme ich denn hier nochmal raus? Komme ich jetzt überhaupt noch raus aus dem Haus? Ach komm, wir nehmen die Tür. So, ordnungsgemäß die Tür genommen. Genau, also wie gesagt, es sieht einfach schöner aus, wenn ihr euch das dahinter noch verkleidet, als wenn ihr das hohl lässt. Aber wir wären an sich denn durch mit dem Häuschen. Es gibt nicht mehr großartig, was man da noch machen könnte. Es sei denn, nee, natürlich, ihr wollt euch das so gestalten, wie es in der Serie ist. Das heißt, ihr könnt euch bei der Garage hinten, könnt ihr mal noch ein bisschen schöner machen, indem ihr auch noch einen Knopf nehmt für die Garage. Hinten macht ihr euch diese Auffahrt. Und ich habe echt viele Folgen geguckt von denen. Und mir ist echt aufgefallen, dass an der Seite hier diese Auffahrt, die ist eigentlich gerade lang. Die geht hinten durch und dann wäre ja, sag ich mal, der nächste Nachbar hier. Und dann geht die Straße, also dieser kleine Weg zur nächsten Straße und dahinter ist das Haus. Aber es gibt jetzt auch Folgen, wo einfach die Hauptstraße hier an der Seite ist und dahinter gar kein Nachbar ist. Also es ist sehr komisch gehalten. Sie haben es immer wieder ein bisschen anders gezeichnet. Also original kriegt man es nicht hin, weil es einfach eine Cartoon-Serie ist. Und daher ist die Option offen. Entweder ihr macht euch dahinter einen Nachbar hin oder gleich eine Straße hin oder komplett gleich die Hauptstraße an der Seite hin. Es ist sehr offen gehalten. So, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe hier vergessen, mir noch einen Zauntor zu basteln. Das geht doch nicht. Ein Zauntor muss doch sein. So. Ja, ansonsten, ihr seht ja, wie ich es hinten gemacht habe, hier so ein bisschen gestaltet habe. Ich habe mich natürlich für die Stufen unten einmal entschieden. Ja, man kann es, wie gesagt, variieren, wie man möchte. Ja, ansonsten der legendäre Baum, wo Finny ist und Ferb, sag ich mal, drunter sitzen und ihre Ideen haben. Wenn jetzt hier meine Skin-Varianten von Finny und Ferb, die in Minecraft halt gibt. Und ja, damit hättet ihr das hier fertig gebaut. Es gibt noch immer noch so kleine Feinheiten, was ihr machen könnt. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass hier vorne immer so eine Mülltonne ist. Ja, gibt viele Optionen, wie man eine Mülltonne sich darstellen kann. Oder auf der Vorderseite könnt ihr auch noch ein paar kleine Büsche euch platzieren. Ja, wo auch dazu ist. Ja, auf der Seite habe ich auch noch welche gesehen. Und wo ich eigentlich auch sagen kann, dass sie immer wieder anders gezeichnet haben. Und zwar neben dem Haus stehen so immer zwei große Bäume. Ab und zu sind sie hinter dem Zaun und ab und zu sind sie vor dem Zaun. Also wo man sich diese Bäume platzieren will, ist auch komplett offen gelassen. Der sieht das ja auch immer wieder so, mal so zeichnen und ja, keine Ahnung, die wandern die Bäume, die können einfach wandern, die haben Füße. Und jede Folge sagen die, ach nee, heute sind wir mal hinterm Zaun, mal sind wir vor dem Zaun. Ja, so ist das halt. Wer hat das nicht erlebt, dass Bäume wandern? Ja, aber ansonsten, das wäre für dir so ein Ferb, das Häuschen. Das war's dann heute wieder für diese Folge. Du siehst es, wir haben Phineas und Ferb Häuschen gebaut. Wir sind mal wie immer gespannt, was wir als nächstes bauen werden. Um das natürlich nicht zu verpassen, aktiviere gleich die Glocke, abonniere den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.